Moin moin Leute, heute sind wir unterwegs in Italien am Gardasee und sind auf dem Weg zu einem mehr oder weniger verlassenen Dorf. So wie ich gelesen habe, leben da noch ein paar Einwohner, aber der größte Teil ist verlassen und das wollten wir uns heute mal anschauen. Und dazu müssen wir hier so einen steilen Berg hinaufgehen. So sieht hier ein Friedhof aus in Italien. Im Gardasee. Das ist die Kapelle. So, dürfte nicht mehr weit sein. 400 Meter noch oder sowas. Nee, Max, hier nicht. Weiter geradeaus noch. So, ich glaube, wir sind da, ne? Wow. Sieht schön aus. Spannend sieht das aus. Wo ist hier die Burg? Aber guck mal, siehst du, da. Und das soll hier eine Burg sein. Nee, keine Burg, das ist das verlassene Dorf. Aber so verlassen ist das nicht, weil da oben zum Beispiel, da ist Rauch. Da hat zum Beispiel schon mal jemand Feuer. Da aus dem Kamin. Aus dem Schornstein, Mann. Siehst du nicht? Guck mal, wie versteckt dieses Dorf hier ist, ey. Gar nicht versteckt. Na klar. Versuch mal hierher zu kommen. Wenn ich hier vorbeikomme, bitte will ich einmal mehr andere Versuch kommen. Ah, guck mal, da ist so ein Weihnachtsstern, so eine Weihnachtsbeleuchtung auf dem Dings hier. Auf der Fassade. Ja. Seht ihr das? So ein Weihnachtsstern? Ja. Hier oben links. Oben links dann. Nee, gehen wir erstmal nach rechts. Aber guck mal, das ist ja alles schön. Dann gehe ich aber oben. Also, lang. Schön gepflegt eigentlich. Weil ich bin cooler als hier. Nee, Max, nicht da lang. Hier lang. Ja, hier. Nein, das sind nur die Bäume. Nur die Olivenbäume sind da. Boah, hier so. Ja, aber Elektrik, Strom, gibt es noch. Oben links an der Wall. Erinnert mich so ein bisschen an Kalami. Auf Kreta. Was machen wir hin? Mama geht in eine andere Richtung. Hä? Mama! Aber was über das Feuer auf? Oh, hier ist zugeschlossen. Hier ist der ganz alte Teil. Ja, halt mal jemand den Hund bitte. Wow, wow. Eine alte italienische Kirche. Ja. Schön gepflegt, schön sauber.
andere unter uns. Ich hab sie da, sind Sondler unterwegs. Was? Mit der Sonde. Die suchen nach Dings hier. Metall. Udi, du bist halt. Hier so eine Wasserstelle. Läuft oben vom Berg. Also eigentlich müsste das richtig sauberes Wasser sein. Der Hund ertrinkt. Bitte schalten Sie den Wasserhahn. Ja? Also das Dorf ist zwar, sagen wir mal, mehr oder weniger verlassen, aber hier wird richtig darauf geachtet, dass es hier sauber ist und alles. Kein Vandalismus, nichts. Also, echt interessant. Ja, mach doch mal auf, Max. Sie hätten nur noch dazu schreiben können, ob man das auch wirklich trinken kann. Also ich denke, man kann es auf jeden Fall trinken. Das müsste Wasser vom Berg sein, das müsste sauber sein. Zugemauert. Oh, hier. So ein altes Stadt, so ein alter Stadtplan in 3D-Form. Und so irgendwelche Bastelsachen sozusagen. Ich filme übrigens auch alles auf die GoPro. Die neue, die 10er. Also, mal gucken, wie die Aufnahmen werden. Ist aber auf jeden Fall bequem. Sie hat einen guten Bildstabilisator drin. Was ist das, eine Griechenlandfahne? Nein, das ist einfach nur ein Ding hier. Das ist eine Griechenlandflagge. Das ist einfach nur ein Vorhang, aber könnte man denken, ne? Schau mal hier so. Boah, da riecht es sehr alt da drin. Guck mal, das ist so eine kleine Werkstatt da drin. Guck mal, da sind sogar noch so. Ja, Schrauben, Instrumente. Richtige kleine Werkstatt. Das riecht auch richtig alt da drin. Hier, ist das der Besitzer da? Da ist sogar ein Bild hier von so einem Mann. Sieht man jetzt wahrscheinlich. Oh, jetzt sind wir ja doch auch in diese kleine Werkstatt reingekommen. Aber nichts mitnehmen oder so. Hier, der hat, können wir einen Schlüssel mitnehmen? Nein. Nichts mitnehmen. Nein. Nur guck. Das ist, Max, das ist wie ein Museum, verstehst du? Oh, hier ist ein Ventilator. Ja, der hat hier was mit Leder gemacht. Mit Holz hat er hier gearbeitet. Hier ist noch das ganze Werkzeug. Hier ist ein Fußball. Lass es! Du willst bitte einen Schuss mitnehmen. Nein. Max, ich sag dir jetzt das letzte Mal. Doch, das ist dann ein. Hör auf. Das wird wohl der Besitzer gewesen sein. Weil wie man sehen kann, da oben in dem mittleren Foto, da schläft er. Wahrscheinlich in diesem Gebäude. So, komm. Hier. Oh, wird das gemacht? Gut. Was ist das, hey? So, komm, leg es hin, wir gehen weiter. So, machen wir alles wieder schön zu. Sicher? Ja, die Tür da sieht auch so ziemlich aktuell aus. Ja. Hier sind Handtücher, Vorhänge, also kann durchaus sein, dass noch jemand wohnt. Ja, und so ist das dann alles verschlossen hier. Klopfen. Klopfen? Was denkst du, wer dann da rauskommt? Ja, wohnen. Leben. Weiß nicht, Fernsehen gucken oder so. Warten, bis die Touristen weg sind. Es ist erst 11, die schlafen. Nee, warte, das ist. Wir gehen nochmal zum alten Teil. Wo denn? Oh, hier ist grün. Da, wo wir waren.
Guck mal, das war früher auch ein Raum. Fenster. Was auch immer. Zack. Holzschnitzerei. Hä? Holzschnitzerei. Ein Bär. Wisst ihr was? Könnt ihr mal leise sein? Noch nicht extra fürs Video. Max, ich glaube, hier wohnt wirklich noch wer. Komm, wir gehen. Wir gehen einfach da runter jetzt. Schaff ich nicht. Oder wollen wir hier wieder? Sehr gepflegt aus. Ja. Ich glaube, hier wohnt noch jemand. Jetzt sehen wir mal die Leute nicht stören und gehen weiter. So, auf Wiedersehen, Campo de Brenzone, vielleicht bis irgendwann mal.